Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir ein wichtiges Anliegen, diesen Entschließungsantrag für den Freistaat Bayern einzubringen und auch noch kurz darüber zu sprechen. Und ich hoffe, Sie sind ihm nicht deshalb jetzt dann nicht gewogen, weil ich der letzte Redner bin und Sie noch hier in dem Saal halte. Aber es ist wirklich ein Thema, das uns alle betrifft, politisch alle betrifft und das auch viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Eigentum muss seinen Wert behalten und die Erbschaftssteuer darf nicht der treibende Faktor sein, dass Eigentum nicht ohne gravierende Abstriche in die nächste Generation übergehen kann. Das ist seit jeher gemeinsam mit der Ablehnung von Steuererhöhungen bayerische Position. Dies gilt besonders aktuell angesichts hoher Energiepreise, Inflation, drastisch gestiegener Immobilienpreise. All dies sind zusätzliche finanzielle Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die für viele Privathaushalte, wir hatten das heute schon bei anderen Tagesordnungspunkten, kaum noch zu schultern sind. Diese Situation wird nun zusätzlich durch das Jahressteuergesetz 2022 aus dem Hause des Bundesfinanzministers verschärft, indem er die steuerliche Grundbesitzbewertung ändert. Diese Anpassung an die Immobilienwertverordnung ist eine Hausaufgabe, die das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber im Jahr 2006 bereits auf den Weg gegeben hat. Deshalb muss die Maßnahme in der Tat auch grundsätzlich vollzogen werden. Hier besteht auch kein Dissens. Aber diese Anpassung hat nun die fatale Folge, dass sich dadurch schon ab dem 01.01.2023, also schon sehr bald, eine deutlich höhere Steuerbelastung bei Erbschaften oder Schenkungen ergeben wird, weil sich eben in den letzten Jahren die Immobilienwerte vielfach extrem, teils bis hin zur Verdoppelung entwickelt haben. Die bundeseinheitlich geltenden persönlichen Freibeträge haben wegen dieser dramatischen Steigerung ihre entlastende Wirkung weitgehend verloren. Sie wurden nämlich zuletzt vor 13 Jahren erhöht. Dieses Jahressteuergesetz aus dem Hause Lindner würde deshalb also eine Steuererhöhung durch die Hintertüre bedeuten. Dafür ist natürlich immer, aber vor allem in der jetzigen Situation, auch der schlechteste Zeitpunkt. Wir wollen nicht, dass Wohnungseigentum nicht auf die nächste Generation übertragen werden kann, weil die Erbschafts- oder Schenkungssteuer zu hoch ist. Wie gesagt, Eigentum muss in unserem Land seinen Wert behalten. Und das gilt besonders auch für Wohneigentum von Familien. Wir sehen deshalb dringenden Handlungsbedarf bei der Anhebung der Freibeträge. Auch das übrigens im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht. Der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts nach müssen nämlich die persönlichen Freibeträge so ausgestaltet sein, dass bei Erwerbern aus dem engsten Familienkreis der überwiegende Teil steuerfrei bleiben soll. Und bei kleinen Vermögen soll dies sogar für den gesamten Erwerb gelten. Deshalb halten wir es für zwingend, dass die Höhe der persönlichen Freibeträge für Vermögensübertragungen an den Wertentwicklungen von selbstgenutztem Wohneigentum orientiert sein müssen. Weil allerdings die Wertentwicklung von Grundstücken sich in Deutschland höchst unterschiedlich entwickelt hat, kämpft Bayern schon seit einigen Jahren für eine Regionalisierung bei der Höhe der persönlichen Freibeträge. Dieser könnten am besten dadurch Rechnung getragen werden, dass die Landesparlamente künftig in eigener Zuständigkeit über die wesentlichen Aspekte der Erbschafts- und Schenkungssteuer und vor allem eben über die Höhe der Freibeträge selbst entscheiden können. Eine solche Regionalisierung wäre auch deshalb sinnvoll und gerechtfertigt, weil das Aufkommen aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer eben in vollem Umfang den Ländern zusteht. Erfreulich ist, dass wir mittlerweile auch vom Bundesfinanzminister in dieser Hinsicht Erhöhung der Freibeträge Unterstützung erhalten. Noch im März des Jahres hat er uns mitgeteilt, dass Erbschaftssteuerreform nicht auf der Tagesordnung stehe. Mittlerweile hat er uns mitgeteilt, dass wir doch eine Bundesratsinitiative zur Erbschafts- und Schenkungssteuer starten sollen. Und er hat uns dafür dann auch die Unterstützung zugesagt. Richtig wäre natürlich, wenn vom Bund selber aus, der ja zuständig ist für dieses Gesetz, vom Bundesfinanzminister Lindner selber diese Gesetzesinitiative ausgehen würde. Denn es ist schlichtweg eine Folgeänderung, die notwendig ist, wenn auf der einen Seite durch die aufgrund der Rechtsprechung erforderlichen Anpassung der Bewertungskriterien die Werte der Immobilien
deutlich steigen, dann auch in der Konsequenz die Freibeträge zu erhöhen. Das müsste eigentlich in einem Akt geschehen und es ist deshalb die Aufgabe des Bundes, das zu übernehmen. Darauf wollen wir hinarbeiten mit diesem Entschließungsantrag, der jetzt dann in den Ausschüssen diskutiert wird. Am Ende bitte ich jedenfalls um Zustimmung.